bin jetzt fertig. Ich habe es gerade fertig gelesen und ich muss sagen, vom Schreibstil her toll, toll, einfach toll. Das Buch hat mich echt unterhalten können. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Dadurch, dass es ja ein spezielles Thema hat, habe ich jetzt mal geguckt, drauf geachtet. Das erste Mal Sex, Blümchen Sex, wie das hier in dem Buch heißt, ist nach so viel. Und zum Thema des Buches beginnt es ab der Hälfte zum ersten Mal. Bleibt dann eigentlich auch so bis hier gegen Ende. Also das ist nur da, dann ewig nichts. Und da, also kann man sagen, thematisch bezogen zweimal. Ja, das endet doch klein wenig ein bisschen abrupt. Ich kann ihre Reaktion einfach nicht verstehen. Sie wollte es so haben. Ich will da jetzt weiter nichts drüber sagen. Also das kann man echt nicht verstehen. Aber der Schreibstil von ihr gefällt mir. Und ich habe echt viel, viel immer wieder lachen müssen, weil ja, die Anne ist eben halt keck und frech und alles. Ich finde es ganz toll. Ich bin jetzt auch auf Band 2 gespannt. Mal schauen, was ich das lese. Jetzt habe ich ja erstmal so meine Wälzer-Challenge aufgestellt. Und da haben sich auch schon wieder ein paar Bücher geändert. Und ja. Also das war schon, also das hat mir echt gefallen. Und ich finde, es ist gar nicht so themalastig, dieses Buch. Anscheinend wohl hauptsächlich Teil 3 mehr. Aber ich bin jetzt auch gespannt, wie es zwischen den beiden dann weitergeht. Ich meine, es ist halt immer so ein Ding, man weiß, es gibt drei Bände und dann muss ja dann noch viel zwischen denen passieren und es ist nicht plötzlich aus. Die Spannung ist ja, finde ich, fast nur da, wenn man es liest und noch kein Band 2 da ist und so. Aber trotzdem bin ich immer noch gespannt genug, um das dann doch zu lesen. Okay, das war's zu dem Buch Shades of Grey von E.L. James. Band 1, Geheimes Verlangen.